willkommen, Leute, zurück bei Mütz und Co., dem krassesten Kinder-Horror-Game ever. Und hier ist wieder unser kleiner Bote. Und ich will jetzt nicht hören, nicht dass du jetzt. Keine Zeit hast. Wir arbeiten hier alle wie verrückt. Der Laden ist voller Gäste. Außerdem spielt heute Abend Inter. Da müssen wir... Keine Zeit, ich muss weiter. Also erzähl mir hier nichts, fange an zu arbeiten. So viele ist es auch nicht hier. Okay, der hat irgendwas mit diesem Pizzaladen zu tun und... Wir gucken mal hier in den Mülleimer. Liebe Karin, jetzt sind wir schon eine Woche unterwegs und mir wird immer noch ganz schlecht beim Segeln. Aber du kennst ja deinen Vater. Ihm ist es nie stürmisch genug. Wenn alles gut geht, sind wir in einer Woche wieder zurück. Bis dahin benimm dich anständig und hör auf das, was Albert sagt. Viele Küsschen und Grüße, auch von Fati. Deine Mami. PS, pass gut auf Zack auf. Und warum ist denn der geöffnet oder war sie das gerade? Das ist also unser Anwesen. Hier wohnt sie also. Das ist unser Briefkasten. Oh mein Gott. How? Was bobbelt Doppelchirn? Okay, was ist so? Was hat sie jetzt gemacht? Ja, er schon wieder. Hä? Waren da so komische Spuren und was darum steht hier ein Auto in der Garage? Ist das unser Auto? Oder wem gehört das? Hallo? Kriege ich irgendwie was? Rennfahrer? Das sind wir, ne? Das ist unsere Mom, das ist unser Vater. Und das sind lauter Creeps irgendwie und das ist irgendwie ein Rennauto oder so. Komischer Typ. Der da? Ja, der sieht gruselig aus. Der sieht aus wie so eine... Irgendwie so eine zusammengeflickte Leiche oder so. Die wollen uns bestimmt überfallen. Die haben hier irgendwas ausbaldowert hier, wenn meine Eltern nicht da sind. Wir gucken mal rein. Ah, sie hat auch einen Hintereingang. Ah, das war Zacks Ding hier, ne? Zacks Hütte ist das. Ha! Was hast du denn davon? Du komischer Vogel. Okay, Zack hat sein Futter nicht angerührt. In unserem Programm Klassik für Hunde bringen wir jetzt die Ouvertüre 23 von Bello Barock in K-Dur. Ja, wie viel Geld kann man haben, ne? Einfach so viele Sachen, die ich noch nie in meinem Leben in irgendeinem Spiel erlebt habe, ey. Das ist so... Karin Moneta? Hör zu, ey. Wir haben euren Köter. Und wenn du ihn wiedersehen willst, dann... Zack? Was ist mit ihm? Es geht ihm gut. Sag deinem Vater, dass... Aber mein Vater... Schnauze! Das Geld wird auf der Hauptstraße übergeben. Wir rufen heute Abend noch an und sagen, wann und wo. Aber... Keine Tricks. Sonst ist der Hund dran. Wir melden uns wieder. Der ist an irgendeinem Bahnhof oder so, oder in dem Einkaufscenter, hat man im Hintergrund gehört. Oh, und der Butler. Was wünschen Sie, Fräulein Karin?
Ja, der Hund wurde entführt. Kannst du mir etwas Geld leihen, Albert? Können wir einen neuen kaufen? Hast du letzte Nacht was gehört? Kannst du mir... Nein, es wird nicht schneien. Albert, hast du dein Hörgerät eingeschaltet? Oh, Entschuldigung. Kannst du mir etwas Geld leihen, Albert? Hast du letzte Nacht was gehört? Nein, mein Apparat war aus. Aber das habe ich heute Morgen vor dem Fenster gefunden. Wow. Und du, dir ist nicht eingefallen, dass man mal was unternehmen sollte oder so? Das, wir sind noch lange nicht fertig, Albert, wir zwei Hübschen. Trab an. Hallo? Hallo? Bediensteter? Was ist er denn für ein Angestellter? Das ist ja... Was ist das für ein Personal? Ja, das sieht eindeutig nach einem Kampf aus hier. Aber es ist herabgerissen. Da ist jemand durchs Fenster eingestiegen und hat den kleinen Zack hier rausgeholt. Gut, also wir wissen es ja, weil wir es gesehen haben, aber trotzdem... Total verrückt. Die Fensterscheibe ist ja eingeschlagen. Die haben den Gärtner. Wieso ist das denn niemand aufgefallen, dass die Fensterscheibe kaputt ist? Warum nimmt sie dann einfach alles mit? Hier ist, das sind doch zwei Löcher drin. Johann! Johann ist offenbar auch taub. Johann, komm mal rum jetzt. Johann! Johann, hörst du mich? Johann, hörst du mich nicht? Johann! Johann, hörst du mich nicht? Johann, hörst du mich nicht? Klingt wie so ein Lied. Johann, hörst du mich nicht? Johann, hörst du mich nicht? Johann. Ja, also irgendwie sind die alle ein bisschen unterbelichtet und hier sind Fensterscheiben kaputtgeschlagen und irgendwie ist es dem Butler nicht aufgefallen. Der reagiert aber auch nicht auf unser Klingeln. Das ist das schlechteste Hauspersonal ever einfach. Was ist denn mit diesem... Wie komme ich denn jetzt an Johann ran? Ah da, Johann. Bruder. Was ist denn los, Karin? Hey, nee, das ist die Stimme von dem... Ist dir letzte Nacht was aufgefallen? Oder? Rauchst du wieder, Johann? Ist dir letzte... Gestern Nacht? Nö, ich hab geschlafen wie ein Murmeltier. Boah, ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Nö, aber der Postbote hat gestern ein paar komische Typen hier rumhängen sehen. Frag den doch mal. Ja, aber warum sagt uns das denn niemand? Und welcher Postbote? Ist dieser Junge? Ist es der Postbote? Johann? Warum sind hier Scheiben kaputt, Johann? Es ist einfach mal kaputt, aber es interessiert niemanden, dass hier die Scheibe eingeschlagen wurde. Es interessiert einfach niemanden. Leute, wie es einfach niemand interessiert, dass hier die Scheibe eingeschlagen wurde. Bei dem Haus von feinsten Dings, die haben Personal und einen Butler und so. Und hier ist einfach die Scheibe eingeschlagen worden. Und es interessiert einfach mal fucking niemanden interessiert es. Was ist das alles für ein kranker Scheiß? Ich komme nicht klar auf dieses Spiel, auf diese Sachen, die hier passieren. Hey, Postbote! Postbotenjunge! Wallstraße. Genau, da war das. Ah, da ist die Post. Nein. Ein Kirchenauto? War da unser Hund drin? War das unser Hund? Schon ruhig. Hauptstraße? Nein. Nicht jetzt. Sofort! Jetzt! Viele! Keine Zeit, ich muss weiter. Komm! Pronto! Subito! Aber er ist auch nicht der Postbote, oder? Er ist doch nur so ein kleiner... Der Pfarrer. Was macht er da? Das war doch ein Kirchenauto oder so.
Ja, mein Kind. Oh Gott. Sagen Sie, haben Sie einen grauen Lieferwagen? Arbeitet für Sie jemand mit einem grauen Lieferwagen? Der ist leider im Augenblick nicht da. Komm doch später noch einmal wieder. Ja, wo ist denn der Lieferwagen? Okay, also, es gibt hier diesen Lieferwagen auf jeden Fall. Okay, das ist super gruselig. Na, Kinder, ich meine, sind ja süß. Ah, jetzt ist hier offen. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich will rein. Ich will Sachen shoppen. Ich war zu Hause Geld holen. Ich wollte nur mal gucken. Das Hemd im Schaufenster. Haben das schon viele gekauft? Nur einer. Ein merkwürdiger Typ. Der stank vielleicht nach Benzin. Alter, dein Kopf, ey. Der stank nach Benzin. Lässt du mich nicht rein, oder was? Mach mir nicht die Scheibe schmutzig. Kann ich rein? Ich würde gerne was kaufen. Nicht jetzt, ich habe zu tun. Ja, kann ich rein? Ich würde gerne shoppen, bei dir. Ich würde mein ganzes Geld, ich bin doch die Reiche im Dorf. Nicht jetzt, ich habe zu tun. Aber ich bin doch reich. Ich könnte den ganzen Laden kaufen, wenn ich Lust darauf hätte. Ich bin das reichste Mädchen im Dorf. Weißt du das nicht? Du mit deiner Kaugummiblase. Stimmt denn nicht? Nicht jetzt, ich habe zu tun. Du hast überhaupt einen Scheiß zu tun, du machst Kaugummiblasen. Du Alte. Wie heißt das? Schrecknudel? Schreckschruppe? Nee. Schreckschraube. So heißt das. Haben wir eigentlich wieder Bares, oder? Hier ist immer noch wegen Überfall geschlossen. Na und ich sag noch, mit dem da wird das. So, wo können wir denn jetzt noch hin? Kennen wir schon. Shop Mogo, Kirche. Ah! Da ist der Transporter. Der bellt einen Hund. Ja, mein Kind. Wem gehört dieser Hund? Wer ist der Fahrer von dem Lieferwagen? Bruder Bodo. Spielt wohl gerade in der Sakristei mit seinem neuen Kameraden. Bruder Bodo. Ja, dann nichts wie ab in die Sakristei, oder? Hätte ich mal gesagt. Zur Sakristei, oder? Darf ich rein? Ja, komm ruhig herein und schau dich um. Oh Gott, oh, du bist so gruselig. Wenn die so ein Auto haben, ne? Da drin spielt jemand mit seinem Hund, ja, da drin. Bitte nicht stören, wir üben gerade für die Sonntagsmesse. Alter, das ist der Glöckner. Was ist das der Musik? Was ist das für ein creepiger Vampir-Dude, Alter, mit dem Hund da drin? Und warum ist das so gruselig? Oh, das ist so furchtbar. Und warum hat der Typ am Anfang gesagt, auf seinem komischen Roller, er würde da auf keinen Fall reingehen? Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich glaube, wir müssen zurück und wir müssen, glaube ich, jetzt auch mal die Person ändern, mit der wir unterwegs sind, denn wir, glaube ich, müssen noch... Mahlzeit! Ja, in diesem Sinne, Mahlzeit.